Who? Me and her? Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 schlechtesten Bearbeitungen in Filmen. Spectacular! Spectacular! Für diese Liste schauen wir uns einige Filmszenen aus den letzten 60 Jahren an, die aufgrund von Fehlern oder schlechten Entscheidungen nicht den gewünschten Effekt erzielt haben. Nummer 10. Alex Cross gegen Picasso. Alex Cross. Tyler Perry spielt James Pattersons FBI-Helden in dieser Adaption von 2012. Sie gipfelt in einem abschließenden Duell mit dem bösartigen Picasso in einem zerfallenden Theater. Es ist aber aus den falschen Gründen ein Kampf, den man gesehen haben muss. Diese schlampige Sequenz bietet seltene und nicht übereinstimmende Bearbeitung, Zeitlupe mit niedriger Bildrate und übermäßigen Gebrauch von verwackelten Cam-Aufnahmen. Es ist eine schwierige Szene und nicht die einzige. Eine frühere Szene in Picassos Haus zeigt eine offensichtliche Spiegelaufnahme. Sie fühlt sich irgendwie sowohl zu schnell als auch zu langsam an. Klares Nein danke zu diesem Film. Nummer 9. Die Außenseiter. Bohemian Rhapsody. So tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rockstars I meet? Liebt es oder hasst es? Die Produktion dieses Freddie Mercury Biopics war ein Albtraum. Wie Bohemian Rhapsody nicht nur nominiert wurde, sondern auch den Oscar für den besten Filmschnitt gewann, ist in unseren Augen unentschuldbar. Man würde denken, dass eine grundlegende Szene des Dialogs zwischen Mitgliedern der Band eine relativ einfache Bearbeitung erfordern würde, oder nicht? Stattdessen erhalten wir hier einen Edit Whiplash, bei dem wir alle paar Sekunden zu einem anderen Bandmitglied geworfen werden. We want more. Every band wants more. Every band's not Queen. Wir verstehen, der hektische Bearbeitungsstil soll Musikvideos nachahmen, aber das geht einfach zu weit. Nummer 8. Das Gemälde. Manes. The Hands of Fate. Look at this. Daran besteht kein Zweifel. Harold Warrens Kult-Horror-Klassiker ist von Anfang bis Ende ein Chaos. Das Mischen und Bearbeiten von Tönen ist bestenfalls Amateur. Aber der wahre Horror liegt in der ersten Hälfte des Films. Im Haus des mysteriösen Torgo wird häufig ein unheimliches Porträt seines dunklen Meisters in ungeschickt langen und ungebrochenen Einstellungen gezeigt. Die längste von diesen dauert schmerzhafte 19 Sekunden. Oh Mike, I'm scared. He has the meanest look. Es mag absichtlich gewesen sein, um das gleiche Unbehagen im Publikum hervorzurufen, das die Charaktere empfinden. Aber es ist nicht gut gealtert. Und die einzige Reaktion, die es heute hervorruft, ist vielleicht noch unangenehmes Lachen. Looks so sinister. Nummer 7. Die Übergänge. Hulk. Ready Room, send in our containment team. Den habe ich letztens erst wieder geguckt und kam einfach nicht über die Übergänge hinweg. Es scheint, dass Ang Lee die Idee, ein Comicbuch auf die große Leinwand zu bringen, ein bisschen zu wörtlich genommen hat. Das klarste Problem ist zweifellos die stilisierte Bearbeitung des Bedienfelds. Während der Szenenübergänge und während des gesamten Films haben die Filmemacher beschlossen, Aufnahmen übereinander zu legen, um Panels aus einem Comic zu ähneln. Aber es funktioniert halt nicht. Die meisten Übergänge sehen aus wie Voreinstellungen aus handelsüblichen Bearbeitungssoftwares. Und die Ergebnisse waren viel zu karikaturistisch und kollidierten mit dem bereits etablierten düsteren Ton des Films. Nummer 6. Der gesamte Film. Samurai Cop. If you have anything against me, then book me. Otherwise, as they say, get the hell out of my face! Selbst für einen direkt auf DVD Actionfilm aus den 90er Jahren ist es hier schwierig zu bestimmen, wo man anfangen soll. Selbst wenn man das faule Schreiben, die Amateurdarstellung und den niedrigen Produktionswert ignoriert, hält sich dieser Kultfilm kaum zusammen. Der Film hatte eindeutig keine endgültige Tonmischung. Wie der offensichtliche Kontrast der Hintergrundgeräusche bei fast jedem Schnitt zwischen zwei Aufnahmen zeigt. Was
Was noch schlimmer ist, der Film hat keine Kreativität in der Art und Weise, wie er zusammengesetzt ist. Ein Schauspieler liefert eine schrecklich synchronisierte Zeile, bevor es dann zu einem anderen Schauspieler schneidet. Und der sagt dann seine eigene schrecklich synchronisierte Zeile auf. Und das wiederholt sich dann. Wirft dann noch ein paar billige Actionsequenzen rein. Und et voilà, Samurai Cop. We are not an established gang yet. Nummer 5. Die Sitzungssaalszene. Battlefield Earth. Kampf um die Erde. I am honored by your visit, Your Excellency. Dieser Science-Fiction-Flop aus dem neuen Jahrtausend ist schon genug für sein kitschiges Schauspiel und seine Abhängigkeit von verrückten Kamerawinkeln kritisiert worden. Aber dann gibt's da noch die Bearbeitung. Der Film verwendet übermäßig viel Zeitlupe und plötzliche Schnitte zwischen den Charakteren. Eine Szene, in der Turl seine Vorgesetzten konfrontiert, zeigt diese schreckliche Bearbeitung im schlimmsten Fall. You must be looking forward to getting off this disgusting excuse of a planet. I just want to do whatever serves the corporation best, sir. Mit unregelmäßiger Zeitlupe und wiederholtem Dialog sollte Turls Qual durch seine Kollegen betont werden. Aber der Effekt fühlt sich einfach sinnlos an und wirkt nervig. Der Film war so unanschaubar, dass das Testpublikum Berichten zufolge unter Migräne litt. Das tut weh, wortwörtlich. Are you not aware that I graduated top of my class? Quite an accomplishment. Nummer 4. Nicht übereinstimmende Aufnahmen. Transformers 3. Michael Bay ist der Mann, wenn es um Actionsequenzen geht. Aber er kümmert sich nicht immer mit der gleichen Sorgfalt um den Rest des Films. Und darunter leiden diese dann. Die ruhigeren Szenen in seinem dritten Transformers-Film zeigen Timing, das sich leicht falsch anfühlt. I'm Wang. Deep Wang. Deep Wang. Es gibt unnötige Winkeländerungen, als würde versucht, den gleichen Impuls wie die Actionsequenzen zu vermitteln. Einige Szenen enthalten Takes, die nicht einmal zusammenpassen. Offensichtlich ist die geringe Liebe zum Detail das Problem. In einer Szene haben Bay und Co. sogar vergessen, Shia LaBeouf einen Autobot digital in die Hand zu geben. Nummer 3. Brian Millis springt über einen Zaun. 96 Hours, Taken 3. Barry's headed west. Liam Neesons dritter Auftritt als Amerikas extremster Vater war voller Bewegung. Aber gerade dieser 8 Sekunden Splice bietet lächerliche 15 alternative Blickwinkel von Brian Millis, der einfach nur über einen Zaun springt. In einem so schnelllebigen Franchise wie diesem fühlt sich das Bearbeiten auf dieser Ebene einfach wie eine Überkompensation für einen Mangel an Qualitätsmaßnahmen an. Das wird noch weiter durch die angespannte Musik unterstrichen. Die erzwungene Implikation hoher Einsätze auf solch willkürliche Leistungen führt zu einem Grad an Absurdität, den man sonst nur in Hot Fuzz finden könnte. Ich meine, wirklich 15 Blickwinkel? Einer von außen genügt, um zu sagen, dass das eine fragwürdige Entscheidung war. Nummer 2. Die Waschsalon-Szene. Domino. Ed, what did you do before you were a bounty hunter? Tony Scotts Nacherzählung des Lebens des Kopfgeldjägers Domino Harvey ist übersät von periodischen Standbildern und Zeitlupen. Aber für viele sticht die mit Exposition gefüllte Waschsalon-Szene aus den falschen Gründen am meisten heraus. Es bietet eine Vielzahl übermäßiger Winkeländerungen ohne Bedeutung oder Zweck, als würde versucht, einer leisen Sequenz eine Action hinzuzufügen. Das Endprodukt ist eine Filmszene mit dem Tempo eines Werbespots, der sich beeilt, alle seine Informationen in eine begrenzte Zeit zu packen. Tony Scott hat seitdem anerkannt, dass er, Zitat, den Film nicht genug atmen lassen hat und wurde vom Wahnsinn dieser Welt überwunden. Ja, das lässt sich nur schwer abstreiten. What you looking at, darling? Nothing. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Die Basketballszene. Catwoman. One on one? Who?
Me and her? In einem Superheldenfilm über Halle Berry, in dem Katzenkräfte eingesetzt werden, um eine böse Kosmetikfirma zu stoppen. Ja, das ist wirklich die Handlung. Brauchen wir als letztes eine Montage von ihr, wie sie mit ihrem Freund Basketball spielt. Diese Szene ist ohne wirklichen Fokus oder Richtung zu den Klängen von Mystiques Scandalous zusammengeschnitten und ähnelt nichts weiter als einem schlecht bearbeiteten Musikvideo. Wie viele andere Szenen im Film sind die Schnitte super anstrengend. Manchmal erreicht man eine erstaunliche Rate von 8 Schnitten in 4 Sekunden. Das verwirrt die Zuschauer eher, als dass es sie begeistert. Alles in allem ist dies eine Montage, die eher zerkratzt werden könnte. Can we have our ball back? Stimmt ihr unserer Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.